Und hier vorne müssen Sie einfach ein bisschen die Finger in die Ohren stecken, wenn es zu laut wird. Diejenigen, die auf den Zug müssen, die dürfen rechtzeitig weggehen. Das nehmen wir Ihnen dann nicht übel. Ist das auch klar? Aber wir können uns von drei Zugfahrern nicht im Tempo bestimmen lassen. Nicht wahr? Alle einig? Ich möchte, dass kein Bügelbäuer mehr böse wäre. Also ich meine, kein Schaumburg lieber, nicht wahr? Dann muss ich noch sagen, es muss ein Wunder geschehen, wenn wir bei der dicken Luft nicht ohnmächtig wären. Tun Sie auch alle Löcher auf, die aufgehen können an Türen und Fenstern. Wenn einer ohnmächtig wird, dann soll er bloß sitzen bleiben und die Augen zumachen. Es geht vorüber. Wenn man rausschleppt, das gibt immer gleich ein Unglück. Aber das Wichtigste, was ich vorausschicken will, ist dieses. Ich bin ja hier mit 20 Essener Jungens gewesen. Und wir sind so überwältigt, wie viel Liebe, sehr handgreifliche Art, nicht, in Form von Eiern und so Sachen, uns umgeben hat. Und ich könnte allen persönlich danken, das kann ich nicht. Aber Sie sollen wissen, dass es für uns unbeschreiblich schöne Tage waren hier in Schaumburg-Liegbe und dass es uns leid tut, dass es zu Ende geht. Sehen Sie, ich habe meine Ferien als Junge, wie ich noch ein Junge war, immer auf in meinem großelterlichen Haus in Württemberg auf der Schwäbischen Alb verbracht. Und da ist so Sitte, dass man Sonntagnachmittags in die Gemeinschaftsstunde geht und dann trinkt man Kaffee, gut, aber reichlich, und dann geht man noch so raus, die Schwäbische Alb, das ist so ein steiles Randgebirge, und da gibt es so Felsen, die vorspringen, und da kann man sich lagern im Gras und dann sieht man in die Ebene nach Stuttgart. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen als so ein Nachmittag auf so einem Felsenplateau mit dem herrlichen Blick und die Buchenwälder rauschen und die Vögel singen. Und wenn man dann wieder nach Heim ging, dann hieß es, wir singen noch ein Lied. Und da habe ich als Junge gedacht, jetzt müsste kommen das Lied, oh, wie bist du doch so schön, du weite, weite Welt. Und dann sangen die, wissen Sie, was sie sangen? Sie sangen, Himmel an, nur Himmel an soll der Wandel gehen. Was die Frommen wünschen, kann doch erst ganz geschehen, auf Erden nicht. Da habe ich gedacht, Jesus-Leute sind unersättliche Leute. Wenn sie am schönsten Punkt so einen Sonntagnachmittag da miteinander lagern, dann sagen sie, im Himmel ist es noch schöner. Nicht? Da kam der Vers, Himmel an, bald neben dir, alles Volk des Herrn. Trägt im Himmelsvorschmack hier seine Lasten gern, oh, schließ dich an. Und so möchte ich es heute Abend auch machen. Wir sind sehr erfüllt, wie schön die Tage hier waren. Und da möchte ich sagen, ach, das ist noch nichts. Richten wir unseren Blick auf die ewigen Dinge. Himmel an, nur Himmel an, soll der Wandel gehen. Das möchte ich jetzt mit Ihnen tun. Und zwar unter der Frage, was soll eigentlich aus der Welt werden? Sehen Sie, wir stehen alle so unter dem Eindruck, dass wir unheimlichen Zeiten entgegengehen. Als ich noch jung war, so um 1900, da glaubten alle Menschen an den Fortschritt. Der Kaiser Wilhelm hat gesagt, ich führe euch herrlichen Zeiten entgegen. Das haben wir alle geglaubt, die ganze Welt. Wir gehen herrlichen Zeiten entgegen. Das glaubt heute niemand mehr. Wir fühlen, wie der Boden, also ich meine, einige behaupten das, aber sie glauben es auch nicht. Wir fühlen, wie der Boden unter uns wankt. Die Philosophen sprechen davon, dass das Grundgefühl des modernen Menschen die Angst ist. Nun, meine Freunde, die Bibel gibt uns sehr klar Auskunft, was wir zu erwarten haben. Und ich möchte in ein paar großen Zügen Ihnen das aufzeigen. Die Bibel sagt, die Welt geht nicht immer herrlicheren Zeiten entgegen. Es gibt nicht immer großartigen Fortschritt, sondern diese Weltzeit geht einem Ende entgegen.
Und zwar einem Ende mit allerhand katastrophalen Erscheinungen. Die Bibel spricht davon, dass nachdem die Weltgeschichte lange gelaufen ist, auf einmal eine Zeit einsetzt, die ich nennen möchte, das Zeitalter der Ratlosigkeit. Gott lässt den Menschen fühlen, dass es nichts ist mit seiner Herrlichkeit. Die Probleme wachsen uns über den Kopf. Wir werden nicht mehr fertig mit den Dingen. Und ich persönlich bin überzeugt, dass wir in diese, so will ich sie nennen, letzte Zeit eingetreten sind. Davon bin ich überzeugt. Denn der Herr Jesus hat drei Kennzeichen dieser Zeit der Ratlosigkeit, dieser letzten Zeit. Dieses, verstehen Sie, zwischen 11 und 12 Uhr Mitternacht, nicht? Und der Herr Jesus hat drei Kennzeichen genannt, die sehe ich überall verwirklicht. Er sagt, das wird eine Zeit sein, wo die politischen Probleme nicht mehr gemeistert werden. Ein Volk wird sie empören wieder das andere und ein Königreich wieder das andere. So sagt Jesus. Sehen Sie, es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo die Welt so Sehnsucht hat nach Frieden. Das ist gerade so ein Grundzug unserer Zeit. Ost und West. Wir wollen Frieden. Und es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo solche sinnlosen Summen in eine rasende Aufrüstung gesteckt worden ist. Es ist, als wenn wir es nicht meistern. Die Welt schreit nach Frieden. Und wir rüsten auf, um den Frieden zu bewahren. Und schlendern bestimmt den nächsten Krieg nicht. Das ist grauenvoll. Gipfelkonferenzen, die auseinanderbrechen, wie Lausbuben treffen. Politische Hilflosigkeit hat Jesus vorausgesagt. Und ich kann nicht garantieren, dass die Zeit schon eingetreten ist. Ich weiß es nicht. Aber da wird die Welt immer tiefer hineinkommen, in diese unheimliche Ratlosigkeit, wo man das Gefühl hat, die Dinge, die Bremsen passen nicht mehr. Die zweite Kennzeichen von dieser Zeit nennt Jesus die wirtschaftliche Ratlosigkeit. Er drückt es so aus, es wird Hungersnot und teure Zeit sein. Es graust uns ja auch so ein bisschen, wenn man das die Ernte dies Jahr ansieht, nicht? Aber wir können ja noch eine Weltwirtschaft haben, nicht? Aber passen Sie mal auf, es ist so, dass heute in der Welt so viel Lebensmittel vorhanden sind, dass alle Welt satt werden könnte. Und es gibt so große Weltwirtschaftsmöglichkeiten, dass es gar kein Problem ist, etwa Indien zu ernähren. Und trotzdem es so steht, hungert mehr als die Hälfte der Menschheit. Warum? 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 Nicht? So steht es in der Bibel. Es hat noch nie so viel Volkswirtschaftler gegeben wie heute, aber die Menschheit hungert. Verstehen Sie, wir werden nicht mehr fertig mit den Problemen. Sie schlagen uns über den Kopf zusammen. Nun kann man sagen, war immer so. Ich weiß nicht, ob die letzte Zeit begonnen hat. Jesus gibt keine Daten. Jesus sagt nur, passt mal auf, guckt euch um. Es gibt Leute, die kommen mit genauen Berechnungen an, das stimmt ja nicht, nicht? Ich erinnere mich, wie vor dem Kriege riesige Plakate überall hängen, Millionen jetzt lebender Menschen werden nicht sterben, erinnern Sie sich noch? Und dann wurde gestorben wie noch nie. Und derselbe Verein macht fröhlich weiter heute. Nicht? Also, die Bibel gibt keine Daten. Die sagt nur, passt doch auf die Zeichen der Zeit. Und das dritte Kennzeichen der Ratlosigkeit jener letzten Zeit, das Jesus nennt, ist die religiöse Ratlosigkeit. Das ist ja unheimlich heute. Wie viele christliche Konfessionen gibt es? Römisch-katholisch, griechisch-katholisch, reformiert, lutherisch,
Heilsarmee, Zeugen Jehovas, ernste Bibelforscher, neuapostolisch, altapostolisch, noch mehr, nicht? Und dann haben wir erst mit den Christlichen angefangen. Nun kommen die Mohammedaner, Mazdaznan, Islam. Da sagen wir, was sollen wir noch glauben? Was sollen wir noch glauben? Da sage ich, es wird noch viel schlimmer kommen. Das hat Jesus auch vorausgesagt. Jesus sagt, man wird sagen, siehe, hier ist Christus, da ist Christus. Da fangen die Leute an rumzurennen. In der DDR haben sie Gott abgesetzt. Jetzt kommt der Aberglaube. Besprechen, Amulette. Wo ist die Wahrheit? Sehen Sie, in der Bibel gibt es ein tolles Wort, das heißt so. Weil die Menschen dem Wort der Wahrheit nicht glauben wollen, wird ihnen Gott kräftige Irrtümer schicken. Die Bibel verschwindet in Häusern. Nun müssen die Leute Unsinn glauben. Nun rennen sie von einem zum anderen. Wo ist die Wahrheit? Weil sie dem Wort der Wahrheit nicht glauben. Ich kann Ihnen nur raten, fangen Sie an, für sich die Bibel zu studieren, nicht? Aber wirklich, unter der Leitung des Heiligen Geistes. Die religiöse Ratlosigkeit. Man kennt nicht mehr das frohe Evangelium. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Neulich besuchten mich so zwei und sagten, ich müsse da so, ich will den Namen Zeugen Jehovas nicht dem beitreten, da sage ich, wieso, ich habe einen Heiland. Da sage ich, kennen Sie das Evangelium? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ja, aber da müssen Sie mal hier, lesen Sie mal. Und da wurde mir ganz schwach. Nur weg vom Zentrum, vom Kreuz Jesu. Irgendwas, was keinen Frieden gibt, wissen Sie. Nur weg vom Heiland. Weil die Menschen dem Wort der Wahrheit nicht glauben, wird ihnen Gott kräftige Irrtümer schicken. Es gibt, sehen Sie, das sind die Kennzeichen einer sich auflösenden Zeit. Die Ratlosigkeit des Menschen auf allen Gebieten. Nicht? Wie lange diese Zeit dauert, diese letzte Zeit, weiß ich nicht. Das sagt die Bibel nichts drüber. Das sagt sie nichts drüber. Lasst euch nicht verwirren. Aber macht die Augen auf und seht, dass Jesu Verheißungen wirklich heute an dieser Welt sich erfüllen. Und dann, wenn diese Zeit der Ratlosigkeit, diese letzte Zeit auf den Höhepunkt gekommen ist, dann kommt der nächste Abschnitt, der sich deutlich absetzt. Dann kommt die Endzeit oder die Zeit des Antichristen. Sehen Sie, das ist natürlich nicht möglich, in einem einzelnen Vortrag Ihnen und all die Bibelstellen vorzulesen dazu, nicht? Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe ernsthaft in der Bibel studiert, um einmal zu sehen, was sagt sie denn über die zukünftigen Dinge. Und da ging mir auf, das ist alles so klar und einfach und folgerichtig, das kann ein Kind kapieren. Die Ratlosigkeit der Menschen muss offenbar werden. Sie wollen ohne Heiland leben. Nun müssen sie sehen, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und dann, wenn die Ratlosigkeit auf den Gipfel kommt, dann kommt der Antichrist. Jetzt rede ich von diesem Abschnitt der Endzeit. Es ist mir sehr wichtig, die Christen unserer Tage innerlich zu rüsten auf diese antichristliche Endzeit. Da sagt nämlich die Bibel, wenn die Ratlosigkeit vollkommen ist, dann kommt noch mal ein Weltdiktator und sagt, jetzt nehme ich die Dinge in die Hand. Und er nimmt sie in die Hand. Die politische Ratlosigkeit beseitigt er, indem er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt. Die wirtschaftliche Ratlosigkeit beseitigt er, indem er einfach der ganzen Welt ihre Brotkarten zuteilt. Da kriegt jeder sein Quantum zugeteilt. Und wenn nicht pariert, kriegt die Brotkarte entzogen, du kannst verhungern. So steht's in der Bibel. Wer nicht folgt, der kann nicht mehr kaufen noch verkaufen. Die religiöse Ratlosigkeit beseitigt er, indem er sagt, jeder glaubt an mich.
und nimmt sich mein Abzeichen an Stirn oder Hand. Ich bin der gottgesandte Erlöser. Wir nennen ihn Antichrist, das heißt zu Deutsch gegen Christus. Sehen Sie, unser Heiland ist von oben gekommen, aus der Welt Gottes. Die Welt hat ihn verworfen. Er ist ein Baustein, den sie nicht wollten. Nun müssen sie den Erlöser von unten haben. Und die Massen werden ihm zufallen. Die Bibel spricht sehr geheimnisvoll von diesem letzten gigantischen Versuch, die Welt mit Menschenmacht zu erlösen. Die Bibel spricht in Bildersprache davon. Da muss man nämlich nachdenken, wenn man es verstehen will. Ich will es mal Ihnen so ein Beispiel davon geben. Da sagte Johannes, der davon spricht, ich war am Ufer des Meeres. Und da sah ich ein Tier aufsteigen. Ein Tier aufsteigen. Das hatte viele Köpfe und viele Kronen. Und ein gewaltiges Maul. Das versteht man erst gar nicht, nicht? Dieses fantastische Bild. Was bedeutet das? Das Meer ist die Völkerwelt. Wie das Meer nie ruhig ist, so ist die Völkerwelt nie ruhig. Da fangen sie in Korea an, da fangen sie in Thailand an, da geht es in Spanien los, immer was los, nicht? Wie das Meer. Und aus der Völkerwelt steigt einer auf. Einer auf. Er kommt aus dem Volke. Und nun müssen Sie mal darauf achten, wie unsere Zeit darauf hingeht. Alle großen Welterlöser der letzten 100 Jahre kamen von unten. Napoleon, der kleine Korse, Hitler, der Gefreite des Weltkriegs, Stalin, der Schuhmachersohn aus Grusinien. Sehen Sie, Khrushchev, der Bauernsohn. Diese Welterlöser kommen alle von unten, das sind die ersten Manöver. Dass er viele Köpfe hat, das heißt in der Bildersprache übersetzt, dieser letzte Weltdiktator wird ein sehr kluger Mann sein. Köpfchen sagen wir ja auch, nicht? Und er hat 7 Köpfchen, ganz klug. Und dass er viele Kronen hat, beweist, er wird die Macht über die Kulturwelt an sich reißen. Und dass er ein Riesenmaul hat, das bedeutet, er wird mit seiner ungeheuerlichen Propaganda alles erschlagen. Aus allen Fernsehapparaten und Radios, von Himmelsschrift und Zeitungen wird entgegentönen, heil dem Welterlöser, und die Massen werden ihm zujubeln. Ich habe früher nie verstanden, dass in der Bibel einerseits steht, dass die Massen ihm zufallen und dass andererseits steht, die Menschen werden verschwachten vor Furcht. Nachdem ich die letzten 40 Jahre erlebt habe, weiß ich, dass Blechmusik und Furcht gut zusammengehören können. Nicht? Vorne Blechmusik, hinten die Staatspolizei. Verstehen Sie? Es ist unheimlich, wie die Dinge unserer Zeit uns das verstehen lassen, diesen letzten großen Versuch einer Welterlösung mit Menschenmacht. Warum interessiert uns das? Das interessiert uns darum, weil die Bibel deutlich sagt, dass dieser Antichrist alles ertragen wird, nur eins nicht. Er wird nicht ertragen, dass Christen da sind, die sagen, wir nehmen dein Abzeichen nicht an, denn wir haben schon Erlöser, der von oben gekommen ist, Jesus. Da, sagt die Bibel, kommt die letzte große Christenverfolgung. Meine Freunde, man sollte sich darauf rüsten. Ich weiß nicht, ob man da die Chance noch hat, sein Heiland zu finden. Ob man nicht einfach im Strom der Propaganda erliegt dann. Und wie viele Christen werden sein, die werden sagen, ja, Heil Antichrist, ich kann ja nebenher noch an Jesus glauben. Dies wird eben nicht möglich sein.
Wir gehen diesen Zeiten des letzten großen Weltdiktators entgegen mit Riesenschritten. Die Bibel nennt diese Zeit, diese kurzen Jahre des Antichristen, die Mitternachtsstunde der Weltgeschichte. Die Mitternachtsstunde. Und das ist folgerichtig. Die Welt wird ratlos und dann muss der eine kommen, der es nochmal versucht, die Welt zu erlösen. Und wenn er auf der Höhe der Macht ist, dann kommt der nächste Abschnitt. Dann kommt Jesus wieder. Darauf warten die Christen dann. Dann kommt Jesus wieder und zwar so, dass es jeder sieht und merkt. Die Bibel weiß nicht davon, dass Jesus so klammheimlich wiederkommt. Er kommt in den Wolken des Himmels und werden ihn sehen, alle Geschlechter auf Erden. Und sehen Sie, die wahre Hoffnung der Christen geht auf diese Wiederkunft Jesu zu. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mein Herz jauchzt, wenn ich daran denke, dass Jesus wiederkommt. Ich will Ihnen sagen, warum ich so froh bin da dran. Es hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist der, seitdem ich Jesus kenne und liebe und weiß, dass er alles neu machen kann in unserem Leben, in der Familie, das, wo Jesus ist, das schön ist, da quält es mich, wie verachtet Jesus ist. Es ist unheimlich, wie verachtet Jesus ist. Gestern hat ein junger Mann draußen gestanden und gesagt, Jesus bin ich. Und es kommt kein Lichtstrahl vom Himmel und trifft ihn. Jeder dumme Junge kann spotten über Jesus und Gott schweigt dazu. Das tut mir weh. Ich weiß, wie herrlich Jesus ist. Ich weiß, dass ihm alle Gewalt gegeben ist. Und jeder dämliche Junge darf ihn verspotten. Das schneidet mir oft durchs Herz. Und dieses Spotten ist nicht schlimm. Viel schlimmer ist die Gleichgültigkeit der Welt gegen Jesus. Wie viele Männer gibt es hier in diesen Ortschaften des Schaumburg-Ligger Landes, denen Jesus völlig gleichgültig ist, die noch nicht einmal in Erwägung ziehen, ob sie seinem Ruf folgen sollten, die es nie beunruhigt hat, dass der Sohn Gottes für sie starb. Und sehen Sie, das tut mir weh. Und ich möchte, ich könnte die Welt aufrufen und Jesus zuführen. Ich kann es nicht. Und da freue ich mich, es kommt der Tag, wo auch der blindeste und dümmste merkt, wer eigentlich Herr der Welt ist. Dann kommt Jesus wieder. Dann brauchen wir nicht mehr reden. Dann redet er. Zion hört die Wächter singen. Das Herz tut dir vor Freude springen. Sie wachet und steht eilend auf. Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig, in Gnade stark, in Wahrheit mächtig. Ja, Zion hört die Wächter singen, wenn der Antichrist Verfolgung macht, da werden die Christen nur ausschauen, Herr Jesus, komm bald, und er kommt. Wenn ich das so Weltleuten sage, da sagen sie, ach, Pastor Busch, darauf warten die Christen seit 2000 Jahren. Da sage ich, wenn es sein muss, warten wir nochmal 2000 Jahre drauf. Aber es kommt. Das also glaube ich nicht. Dann sage ich bloß, da warten wir es einfach ab. Verstehen Sie, diese Dinge sind keine Diskussionsgegenstände, sondern sie stehen im Worte Gottes. Und wer sie nicht glaubt, dem sage ich, dann warten wir es ab, ob du recht hast oder Gottes Wort. Nicht? Da heißt einfach abwarten. Ich weiß, dass Jesus wiederkommt. Ich muss hier nochmal eine Geschichte erzählen, an der mir die Wiederkunft Jesu zum ersten Mal in meinem Leben groß wurde. Da war ich vor 30 Jahren Pfarrer in Essen in einem Bezirk, der ganz gottlos war. Da war aber Hass, keine Gleichgültigkeit. Wenn ich in ein Haus kam und wollte Besuche machen, dann hieß es, wir brauchen keine Pfaffen und schlugen die Tür zu. Dann hatte ich immer schon Fuß reingestellt, da ging die Tür nicht zu, nicht. Und dann sagte ich, Sie haben recht, wir brauchen keine Pfaffen, aber einen Heiland brauchen wir. Und von dem will ich mit Ihnen reden. Aber wie oft haben die Bergleute sich verabredet, mich zu verhauen und haben mir aufgelauert.
Ich bin immer mit dem Leben davongekommen, wie Sie sehen. Ich bin noch da. Aber da geschah es nun, ich hatte keine Kirche und kein Gemeindesaal in dem riesigen Bezirk zwischen Fördertürmen und Mietskasernen, Ruß und Dreck und Armut und Kneipen, dass ich einen ganz kleinen Saal hatte. Wenn man die Tür aufmachte, war man schon drin und wenn man rausging, war man gleich draußen. Und da hatte ich den kleinen, da habe ich 10.000 knallrote Handzettel verteilt, wo drauf stand, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab. Nun kommen Sie in die Bibelstunde. Und dann kamen erst 5 und dann 6 Leute und schließlich wurde das Sälchen voll. Da war noch ein anderes Gedränge wie hier. Junge, war das in Luft. Und da wäre ich froh gewesen, wenn ich so einen Raum gehabt hätte. Und eines Tages, da wurden wir schrecklich gestört. Erst spielten sie mit Konservendosen Fußball, dass man kein Wort verstehen konnte vor der Türe, nicht? Und dann schmissen sie mit Stein auf die Fensterläden. Wir konnten nicht aufmachen, weil sie uns sonst die Scheiben einwarfen, nicht? Und da können sie sich die Luft vorstellen da drin. Und auf einmal donnert was gegen die Türe. Und dann ist still, da höre ich Schritte weglaufen. Und ich dachte, jetzt haben sie eine Bombe geschmissen. Und stürze die Tür und reiß sie auf. Und da liegt da in der Pfütze ein eisernes Kruzifix. Das haben sie irgendwo abgerissen und mir an die Tür gefeuert. Und dann ist in die Pfütze gefallen. Ein Bild. Dieser düstere Platz mit den paar Laternen. Regen. So diese Mietskaserne im Hintergrund und das Bild des gekreuzigten Heilandes in der Pfütze. Und ich sah das vor mir, wie Gott sagt, was kann ich noch tun? Jetzt gebe ich ihn das Letzte meinem Sohn. Und der bezahlt für alle Sünder. Und sein Herz bricht ihm aus Liebe am Kreuz. Und dann nimmt der Mensch das Bild dieser Liebe und schmeißt in Dreck. Ich habe rot gesehen und gedacht, Herr, die Welt kann nur noch im Feuer untergehen. Und es ging nichts unter. Und es war still und im Hintergrund lachten ein paar Kerle, die mich sahen. Und hinter mir das erschrockene Gemeindlein. Und da fiel mir ein, Jesus kommt wieder. In den Wolken des Himmels. Die Schleier zerreißen. Wir leben in einer dreidimensionalen Welt. Es gibt mehr Dimensionen. Jesus ist jetzt schon hier. Wir sehen ihn nicht. Die Schleier zerreißen und alle Welt sieht ihn. Da jauchzen die Kinder Gottes, die ihm gehören. Mitten ins antichristliche Reich bricht Jesus herein. Ich kann nicht aufhören, von dem Wiederkommen Jesu zu reden. Das ist sehr wichtig. Bin ich laut genug da hinten? Verstehen Sie mich? Ach, fein. Bin ich zu laut? Nein. Auch wieder gut, gut. Man tut, was man kann, ja. Sehen Sie, Jesus kommt dreimal zu uns. Dreimal. Das ist Gottes letztes Wort. In der Bibel steht, dass Jesus Gottes Fleisch gewordenes Wort ist. Und zwar Gottes letztes Wort. Nachdem Gott manchmal geredet hat, heißt Hebräer 1, hat er am letzten mit uns geredet durch seinen Sohn. Jesus ist Gottes letztes Wort. Sehen Sie, wenn ich ein Geschäft mache mit Ihnen und wir handeln miteinander und ich sage mein letztes Wort, dann kommt jetzt nichts mehr, wenn ich kein Hampelmann bin und ich bin keiner, glauben Sie mir es. Nicht? Dann bleibt dabei das letzte Wort. Und Jesus ist Gottes letztes Wort. Wer Jesus nicht aufnimmt in sein Leben, dem hat Gott nichts mehr zu sagen. Wenn die Gerichte kommen, und dann schreien sie vielleicht zu Gott, er hat ihm nichts zu sagen. Jesus ist Gottes letztes Wort in die Welt. Er bringt alles Heil, allen Frieden. Sie können alles bei ihm finden, was sie brauchen. Er klopft in ihrem Herzen an. Nehmen Sie ihn auf. Nehmen Sie ihn nicht auf. Machen Sie nicht ernst mit ihm, hat Ihnen Gott nichts mehr zu sagen. Nichts mehr. Nichts mehr. Und sehen Sie, darum kommt Jesus dreimal zu uns, weil er so wichtig ist. Das erste Mal kam er vor 2000 Jahren im Fleisch. Da brach er durch die Mauer der anderen Dimension
und wurde Mensch. Das feiern wir an Weihnachten. Seht er Licht in seiner Krippen. Ruft zu sich dich und mich. Das ist das erste Kommen Jesu, wo er Mensch wurde, am Kreuz hing, bezahlt für uns, Opferlamm wurde, auferstand und wegging. Das zweite Kommen Jesu geschieht im Heiligen Geist. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Meine Freunde, zu Ihnen allen kommt Jesus. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Das ist ein Kommen im Geist. So jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich eingehen. Ob das wohl in diesen Tagen bei Menschen geschieht, ob sie die Tür auftun. Und das dritte Kommen Jesu ist endgültig, wenn er wiederkommt. In Herrlichkeit. Erste war es, zweite ist jetzt, dritte kommt. Und da wird Jesus, auch über dem Antichrist, da hat die Bibel nur eine einzige Zeile, er wird ihn wegfegen mit dem Hauch seines Mundes. Mehr wird da gar nicht drüber gesagt. Das ist ja für mein Heiland alles Spuck, diese ganze Macht der Welt, nicht? Die sich aufgeplustert hat. Da wird jeder froh sein, wenn das Abzeichen des Antichristen nicht angenommen hat. Und nun regiert Jesus 1000 Jahre auf der Erde. Das ist der Abschnitt, der nun beginnt. Das sogenannte 1000-jährige Reich. Jesus auf der Erde als König. Sehen Sie, ich finde das auch so folgerichtig. Das ist so einleuchtend. Ich sage, das kann ein Kind kapieren. Die Ratlosigkeit nimmt zu, letzte Zeit. Letzter Versuch der Menschenerlösung ohne Gott, der Antichrist. Und dann Wiederkunft Jesu. Jetzt muss Jesus zeigen, ob er regieren kann. Alle Regierungssysteme haben abgewirtschaftet. Nun muss Jesus regieren. Und der kann regieren. Also sehen Sie, in meinem Hause regiert Jesus. Und er sagt zu mir neulich, Herr, ich wohne in so einer Gegend, da wohnen viel reiche Leute. Da sagt ein Herr zu mir, oh, Pastor Busch, Sie haben es gut. Sei, da haben Sie recht. Aber Sie brauchen nicht so anzugeben. Mann, Sie haben es doch viel besser. Mensch, ich bin ein alter Kracher, da tut ja immer alles weh. Sie sind noch jung, noch keine 40. Außerdem haben Sie einen Fahren, so einen Mercedes 220. Ich fahre einen, der ist bereits 8 Jahre alt. Drittens haben Sie ein sehr viel höheres Einkommen als ich. Vierten, fünften, sechsten. Geben Sie mal nicht so an, von wegen, ich hab's gut, Sie haben es viel besser. Nee, sagt der Pastor Busch, Sie haben es gut. Wissen Sie in Ihrer Familie, wenn Sie so reinkommen, ach, sag ich, Mann, Sie haben recht. Weder die Schätze der Welt noch der schöne Wagen machen ein Leben reich, sondern wenn Jesus unser Leben regiert, erlöst und regiert. Das kann man in seiner Familie erfahren. Ich habe ein Ehepaar gekannt. Die haben geheiratet, beide total gottlos, bewusst gottlos. Sie wollten mal zeigen, dass gottlose Leute eine gute Ehe führen können. Nach einem Jahr saß er bei mir, so ein schwacher Kerl. Fritz sowieso, ich sehe ihn noch vor mir. Und er ist dann im Kriege gefallen und sagt, Pastor Busch, ich will Frieden mit Gott. Mann, sag ich, du hast öffentliche Vorträge gehalten, dass es keinen Gott gibt. Wie kannst du jetzt Frieden mit Gott wollen? Da sagt er, gegen meine Vernunft hat Gott sich mir bewiesen. Alles ist schiefgegangen. Meine Familie ist verkracht. Kind gestorben. Einzig Kind. Die Frau hat Streit mit mir. Ich habe sie geschlagen. Sie hat mir ins Gesicht gekratzt. Ich habe gemerkt, es geht alles schief ohne Gott. Ich kapituliere vor ihm. Ich wollte sie versöhnen. Ah, die Frau war giftig, eine nette junge Frau. Aber ich habe nicht gewusst, dass Frauen so giftig sein können. Hatte ich bei meiner nie erlebt, nicht? Nein, sie wollte nicht mehr. Und dann wollte er auch nicht mehr. Ich kann es nicht lang erzählen. Es hat ein Jahr gedauert, dann waren beide unter Jesu Kreuz gekommen. Und hatten sprechen gelernt, wir haben gesündigt. Damit fängt es an, dass ein Mensch sagt, mein Leben war Schuld.
Vorher sagten sie, die Frau ist schuld. Die Frau sagt, der Mann ist schuld. Es gibt einen netten Scherz. Passen Sie auf, wenn Sie Ihre Hand mal ausstrecken und zeigen mit dem Zeigefinger auf jemanden, nicht der ist schuld, dann zeigen drei Finger auf Sie selber. Probieren Sie es aus. Und die drei Finger sagen, du bist schuld vor Gott. Verstehen Sie? Und darum ist einem Menschen nur geholfen, wenn er sagen lernt, ich habe gesündigt. Und das haben sie sagen gelernt und kamen unter Jesu Kreuz und fanden Frieden. Und dann haben sie wieder geheiratet, da habe ich sie nochmal getraut, vorher hatten sie gar keine Trauung. Und dann wurde es eine schöne Ehe, es gab Schwierigkeiten, aber Jesus regierte. Und da habe ich gelernt, dass Jesus regieren kann. Und nun sage ich, wenn Jesus auf der Erde regieren wird nach seiner Wiederkunft, das muss eine schöne Zeit sein. Er regiert heute da und dort und zeigt, was er kann. Meine Freunde, ist doch alles andere Murks, guckt euch doch an, nicht? Jesus kann regieren. Und was wird das für eine Zeit sein, wenn Jesus König auf Erden ist? Ja, ich muss weitergehen. Nach diesem tausendjährigen Reich, sagt die Bibel. Es ist zur Folge richtig. Ratlosigkeit, gottloser letzter Versuch. Jesus muss zeigen, dass er regieren kann. Nach diesen tausend Jahren wird die glückliche Menschheit nochmal auf die Probe gestellt, ob sie sich geändert hat. Und dann stellt sich raus, die Herzen haben sich auch unter Jesu Regiment nicht verändert. Es kommt zu einem letzten großen Aufstand gegen Gott und da kommt das Weltende. Die Bibel spricht noch ganz kurz davon. Der Teufel wird los, Aufstand gegen Gott und da kommt das Ende dieser Welt. Nicht nur dieser Erde. Die Milchstraßensysteme vergehen. Diese ganze sichtbare Welt, wie sie jetzt ist, kracht auseinander. Gott sprach einmal ein Wort, es werde und die Welt wurde. Und er spricht ein Wort, vergehe und die Welt vergeht. Und nun kommt das Merkwürdige. Da fängt die Bibel ganz feierlich an, dass ich es nur wörtlich so sagen kann. Und ich sah einen großen weißen Thron und darauf saß einer. Und ich sah die Toten, beide klein und groß, stehen vor Gott. Und Bücher wurden aufgetan. Und die Toten wurden gerichtet nach den Werken, nach ihren Werken in den Büchern. Und wer nicht geschrieben war im Buch des Lebens, ich sage es wörtlich, ich habe Respekt vor der Bibel, der war geworfen in feurigen Pfuhl. Das sagt Gottes Wort. Meine Freunde, unser Herz schreit nach dieser Stunde des Weltgerichts. Es gibt so viele ungelöste Ungerechtigkeiten der Welt, dass unser Herz danach schreit, es muss mal ein großer Ausgleich kommen. Geduld, er kommt. Und unser Herz fürchtet sich davor. Und man läuft Sturm dagegen. Einer meiner Jungs erzählte mir, dass ihm ein Arbeitskollege sagte, glaubst du da dran? Ja. Denk mal, wie viele Menschen gelebt haben. Millionen Menschen. Und jeder soll einzeln gerichtet werden von Gott selber. Ja. Was denkst du wohl, wie lange das dauert? Und da sagt der junge Mann bloß, wir haben dann auch endlos viel Zeit. Es liegt dann nichts anderes mehr vor. Einer fragt mich, die Welt vergeht und auf einmal ein weißer Thron, wo steht der? Ich sage, das lass deine Sorge nicht sein. Aber kümmere dich darum, dass du vor dem Thron stehen wirst. Ich glaube es nicht, schrie mich neulich im Krankenhaus einer an. Da habe ich gesagt, wir warten es ab. Wir warten es ab. Die Wirklichkeit des Wortes Gottes wirft unser Unglaube nicht um. Dann gibt's unter uns nur eine Frage noch. Steht mein Name im Buch des Lebens oder nicht? Und weil das am Ende die eine Sorge ist, sollte es heute unsere Sorge sein. Wir sind ja so dumm, dass wir tausend Sorgen haben
und das eine, was Not tut, nicht bedenken, steht mein Name im Buch des Lebens. Da sagt mir einer, das kann man doch nicht wissen. Meine Freunde, Jesus ist gekommen, um Sünde anzunehmen. Und sein Geist kann unserem Geiste Zeugnis geben, dass man Vergebung der Sünden hat und Kind Gottes ist. Und dass man es wissen kann, ich stehe im Buch des Lebens. Evangelium ist frohe Botschaft. Und wenn ich sie bitte und beschwöre und berufe, kehren sie auf ihrem Wege um. Tun sie Buße, sagen sie, ich habe gesündigt. Gehen sie zu Jesus. Wenn ich sie beschwöre, dann geht es hier um die Ewigkeit. Jesus schreibt den Namen ins Buch des Lebens. Jesus. Ich sage noch einmal, es kommt die Stunde, wo Sie keine andere Frage mehr haben, als stehe ich da drin. Dann sollte es heute unsere Hauptsorge sein. Schreib meinen Namen aufs Beste ins Buch des Lebens ein. Und bind mein Seelfeind feste in schöne Bündelein, der die im Himmel grünen und vor dir leben frei. Aber meine Freunde, sehen Sie zu, dass Sie selig werden. Lasst euch erretten von dem verkehrten Geschlecht, so sagt die Bibel. Und die, die das schon Anfang gemacht haben, die sich mal bekehrt haben, ich sage immer wieder, macht mal einen neuen Anfang. Unsere Zeit braucht Christen, die es jauchzend sagen können, ich bin angenommen, ich bin jetzt schon gerettet. Ich habe das Gericht Gottes hinter mir. Ich habe gesagt, ich habe gesündigt. Ich habe Gottes Gericht hinter mir. Mein Name steht im Buch des Lebens. Ja, meine Freunde, dann endigt's. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn die erste Erde und der erste Himmel verging. Und damit endigt's. Ein Blick in neuen Himmel und neue Erde. Und wenn ihr mal die beiden letzten Kapitel der Bibel lest, wo der neue Himmel, die neue Erde geschrieben sind, das ist wie ein modernes, surrealistisches Gemälde, wo man spürt, die Farben und Worte reichen nicht aus. Die Herrlichkeit einer ganz neuen Welt, ohne Satan, ohne Sünde zu zeigen. Und ich sage nochmal, wer das für ein Traumgebilde hält, der überlege, wie folgerichtig alles sich entwickelt. Ein Kind kann es begreifen. Die Ratlosigkeit nimmt zu, letzte Zeit. Ein letzter Weltdiktator reißt die Welt heraus, versucht's. Trotz gegen Gott. Antichristliche Zeit. Jesus muss zeigen, dass er regieren kann, seine Wiederkunft und sein Reich. Und das letzte Weltgericht. Und dann kommt Gott zum Seligsein, neuen Himmel, neue Erde. Das ist einleuchtend. Ich habe manches weggelassen, was nicht so wichtig ist. Es ist wichtig, dass wir diese großen Linien kennen. Und nun lasst mich einen Schlussstrich drunter ziehen. Was mich bei diesem gewaltigen Bild immer wieder so tief beeindruckt, ist das, dass die Bibel ganz nüchtern am Ende nur zweierlei Leute kennt. Verlorene und Gerettete. Verlorene und Gerettete. Lasst mich ein Wort sagen zu den Verlorenen. Es hatte mal einer gespottet. Das muss ja ein komischer Gott der Liebe sein, der Millionen Menschen in die Hölle wirft. Und da hat ihm einer geantwortet, du irrst. Gott wirft nicht Millionen Menschen in die Hölle. Sondern den Weg wählen wir uns selber. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und darum bietet er ihnen das Heil in Jesus an. Ob sie ungläubig waren, bis zum Hals in Sünde gesteckt haben, ob sie trotz widerstreben. Jesus, der am Kreuze alle Sünde vergeben kann, wartet auf sie. Gott bietet den Heil an. Jedem, jedem. Gott fragt nicht, bist du katholisch, evangelisch, jüdisch, mohammedanisch, bist du ungläubig oder gläubig. Jesus will sie haben. Kehren sie um, geben sie mir Herz und sie sind gerettet. Sagen sie, ich habe gesündigt, Herr, ich werfe meine Sünden unter dein Kreuz hin und gebe mein Leben dir. Und sie sind ins Licht gekommen. Gott will, dass alle Menschen geholfen werde. Den Weg in die Hölle wählen wir selber. Und die Hölle ist kein Fantasiegebilde mit Flämmchen und Pfannen und Teufeln und was Kram,
sondern ist ledig der Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Du kannst in Ewigkeit gottlos sein, das ist die Hölle. Da kannst du philosophieren und da kannst du saufen und huren und kannst freche Reden führen, was du willst. Jedenfalls, eins kannst du nicht mehr, umkehren und Kind Gottes werden. Und Frieden finden, mit deiner Friedenlosigkeit gehen, den Weg wählen wir selber. Es ist in unserer Hand gelegt, ob wir Gottes Heil annehmen wollen. Und das ist der ungeheure Ernst einer Evangelisation. Ich freue mich, dass hier viele Menschen sind, nicht damit ich viele Menschen vor mir habe, sondern weil es mir auf der Seele brennt, wie viele Menschen verloren gehen. Und ich möchte, ich könnte es Ihnen viel eindrücklicher sagen, wie schön es ist, Jesu Eigentum zu sein. Da ist man nicht in Ewigkeit gerettet, sondern man ist hier schon in eine herrliche Kindschaft bei Gott geraten. Ich sage noch einmal, bei Jesus ist es einfach schön. Einfach schön. Ich rede aus Erfahrung, meine Freunde. Ich war gottlos und bin Christ geworden. Ich habe gemeint, die Sünden der Welt wären schön. Sie lockten schrecklich. Aber bei Jesus ist es schön. Unter seinem Kreuz ist schön. Seine Schuld abladen dürfen. Frieden mit Gott haben. Einen Helfer haben. Freude haben. Gewisse Hoffnung des ewigen Lebens haben. Bei Jesus ist schön. Wenn er rettet, dann rettet er vom Moment ab, wo sie ihm gehören. Und nun muss ich eigentlich schließen. Es ist bloß so, dass mir noch zwei Fragen gestellt worden sind. Und die muss ich, das gehört schon nicht mehr zum Vortrag, eben beantworten. Also, mein Vortrag ist zu Ende, nicht? Und wer am Zug muss, darf abbrausen. Aber die zwei Fragen, ich will sie mit ein paar Sätzen beantworten. Die erste Frage, die mir gestellt wurde, ist die, Pastor Bus, was geschieht denn mit Leuten, wenn sie jetzt sterben, bis zum Tag der Auferstehung, in dieser Zwischenzeit? Da sage ich, ich bin ja nicht Gottes Geheimsekretär. Nee, das bin ich nicht. Aber ich will Ihnen sagen, was die Bibel ganz deutlich sagt. Wer Jesus gehört, über den hat der Tod keine Macht. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird nimmermehr sterben. Das ist doch. Wenn ich mich wirklich zu Jesus bekehrt habe, und nun kommt der Tod. Oh, ich werde nicht mehr lang zu warten haben. Mit 63 hat man nicht mehr sehr viel Wegstrecke vor sich. Dann weiß ich, dass im Augenblick, wo ich hier die liebste Hand loslasse und die Augen schließe, ich erwache am Angesicht meines Heilandes. Ich aber will schauen, sagt die Bibel, dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Über Menschen, die hier zum Leben gekommen sind, indem sie dem Herrn des Lebens gehören, hat der Tod keine Macht mehr. Der Tod lebt davon, dass er die Sünde richtet. Habe ich Vergebung meiner Sünde, hat der Tod keine Macht mehr. Und darum gehen die Kinder Gottes nach Hause. Sie sterben nicht mehr, sie gehen nach Hause. Was mit den anderen inzwischen wird, bis zum Tag des Gerichtes, das weiß ich nicht. Wer nicht ein Kind Gottes ist, nicht wiedergeboren wurde, nicht zum Leben kommt, was mit dem geschieht bis zum Tag der Auferstehung, weiß ich nicht und die Bibel sagt es nicht klar. Das ist ja auch gar nicht wichtig, dass ich das weiß. Es ist wichtig, dass ich weiß, Jesus hat dem Tod gemacht, die Macht genommen und wer ihm gehört, der ist dem Tode entnommen. Was geht mich an? Die Bibel sagt, wer ohne den Herrn lebt, der ist wie Spreu, die der Wind zerstreut. Was weiß ich, wo der Herr die Spreu aufbewahrt? Interessiert mich auch nicht. Ich rufe sie zum Heiland. Isla. Und das zweite, die zweite Frage, da fragt mich jemand, Pastor Busch, ich habe mich vor 3 Jahren klar zu Jesus bekehrt und sehe mit Schrecken, wie mächtig noch die Sünde in meinem Leben ist. Gehöre ich jetzt nicht mehr dem Herrn? Dann habe ich gesagt, passen Sie mal auf. Sie kennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Kennen Sie die? Der kam aus dem Drecksleben nach Hause und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Und er wird er angenommen und freudenfest und er ist zu Hause. Jetzt denke ich mir mal aus.
Jetzt denke ich mir mal aus. Am nächsten Morgen kommt der verlorene Sohn zum Frühstück. Da steht schönes Porzellan, Marmeladendose, Butterdose. Und das ist er gar nicht mehr gewöhnt bei dem Schwein, der Phrase aus dem Schweinetrog. Und darum passiert es ihm, dass er ungeschickt ist und die Kaffeetasse runterschmeißt. Und wie die runterfliegt, da flucht er noch tüchtig, war er bei dem Schwein so gewohnt. Sagt der Vater jetzt, raus, geh wieder zu deinem Schwein, sagt der Vater. Nein, angenommen ist angenommen, heimgekommen ist heimgekommen. Der Vater legt ihm die Hand auf die Schulter und sagt, komm, wir fluchen nicht und wir schmeißen nicht mit Kaffeetassen um uns. Du musst dich ein bisschen an die Sitten des Hauses jetzt gewöhnen, das nennt man Heiligung, nicht? Aber angenommen ist angenommen. Du wirst jetzt Sohn werden, da musst du um dich kämpfen, aber auf dem Boden des Vaterhauses. Ruhen Sie nicht, bis Sie das inwendige Zeugnis haben. Römerbrief steht, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Man darf seines Heils gewiss werden und täglich im Blute Jesu sich waschen. Wenn nur vollkommene Leute Kinder Gottes wären, dann würde keiner in den Himmel kommen. Begnadigte Sünder, in denen der Heilige Geist anfängt zu arbeiten, das sind die Kinder Gottes. So, und nun muss ich schließen.